Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, da bin ich wieder. Ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Home Alone 2. Ein sehr bekanntes Spiel am NES. Sehr bekannt, nicht weil es so cool ist, sondern weil es angeblich wirklich grottenschlecht ist. Ja, ich bin gespannt. Ich habe es noch nie gespielt. Mal sehen, ob es wirklich so schlimm ist, wie alle behaupten. Was macht der? Oh no! Der Kevin wurde geschnappt. Also, da darf man sich also nicht schnappen. Okay. Habe ich nicht gewusst. Okay, geht schon wieder von vorne los. So, da. Was kann ich machen? Ich kann nicht hüpfen, ich kann gar nichts, oder wie? Kann ich mich verstecken irgendwie? Was hätte ich tun sollen? Check's nicht ganz. Guck mal kurz, check mal Start ist. Als Start ist die Übersicht. Select bringt gar nichts. Okay, ich geh da mal rauf. Kann ich die Tür zumachen irgendwie? Nein, kann ich nicht. Der ist ja urschnell. Was zum Geier? Was soll ich tun? Drück mal Start. Der zeigt an, wo ich bin und wie der Roster Raum ist. Okay, ich gehe ganz nach links, da war irgendein ein Item zum Aufheben. Nein. Wieso geht er jetzt rückwärts? Das gesehen? Der ist rückwärts gegangen. Was für ein. Wenn ich gleichzeitig eine Taste drücke, bleibt er stehen. Wieso kann ich nicht hüpfen und nichts machen? Verstehe ich nicht. Ah, jetzt habe ich was. Was kann ich jetzt machen? Das habe ich jetzt am Boden gelegt. Und? Was bringt mir das? Ah, den Fernseher habe ich jetzt genommen. Den kann ich da hinstellen. Ah, ich kann mit A immer etwas nehmen. Und dann wieder wohin legen. Ah, muss ich das vielleicht auf die Treppe legen? Ja! Das hat geklappt. Coolo. Fernseher? Aha, es ging im Fernseher gelaufen. Aber der kriegt mich jetzt, oder was? Aha. Okay. Komische Spielmechanik, aber irgendwie. Gut, nochmal. Ah, Kevin allein zu Hause. Naja. Wenn man sich nichts erwartet, wird man vielleicht auch nicht enttäuscht. So, na. Mal warten. Was heißt da? Ah, da kann ich noch mehr einsammeln. Nein, wieso grenzt du nicht? Ich hab doch in die andere Richtung gedrückt, du Blödli. Okay, ich geh nochmal rauf. Und jetzt? Haha. Ah, ich kann immer Sachen einsammeln, muss ich dann einfach nur hinlegen und dann haut es mir auf die Schnauze. Das ist die komplette Mechanik, okay. Ich muss das also gar nicht unbedingt auf die Stiegen legen. Okay. Ja, muss man wissen. So, mal da rauf mal da. Und da darüber. Das legen wir mal da hin. Ein Schweinsbraten eingesammelt. Noch so ein Licht, das legen wir daher. Und wie geht's da weiter? Ah, jetzt habe ich geschnappt. Okay. Kurz mal Pause drücken, wo ich hin muss überhaupt. Links rauf, links rauf. Gut, versuchen wir das mal. Links rauf. Links rauf. Ah, ich habe zu den falschen Knopf gedrückt und zu spät auch noch. Okay, nochmal. B ist legen, A ist einsammeln. Ich finde die Grafik jetzt gar nicht mehr so mies, muss ich sagen. Das sammle ich da gleich ein.
Hier sind ja Reißnägel dann eingesammelt. Okay, Spinne. Ja. Und jetzt? Ah, jetzt komme ich da rüber. Sehr gut. Ab ins Baumhaus. Kann ich denn da irgendwas einsammeln? Nö. Warum man manchmal verkehrt geht? Es ist so ein Bug. Furchtbar. Furchtbar. Naja, egal. Gibt Schlimmeres. Aha, da gibt es irgendwas zum Einsammeln dann noch. Kann ich nicht einsammeln. Warum auch immer. Lässt du mich nicht einsammeln. Da ist der Weihnachtsbaum drin. Ja. Kann ich da runtergehen? Ja, da kann ich runtergehen. Ab in den Keller. Komm schon. Es ist los. Ich will in den Keller. Was ist das für ein Mist? Ich will in den Keller runtergehen. Hackt mega die Steuerung. Hackt mega. Was ist das? Kann ich da irgendwas was holen hier noch? Okay. Bist du sicher, was das Ziel des Spiels ist? Jetzt geht er wieder rückwärts. Jetzt macht er wieder den Michael Jackson. Hoffentlich sind keine Kinder in der Nähe. Es tut mir leid, es muss so sein. Ah, komm, geht's noch. Geh da rauf. Geh da rauf. So ist gut. So ist gut, Kevin. So ist gut, Kevin. So, da. Aha. Da kann ich einen Fernseher nehmen. Na, geht nicht. Kann ich da irgendwie rein? Na, auch nicht. Okay. Können wir da irgendwas schnappen? Nö. Kann ich rausgehen? Ah, ich hab's doch eh gelegt. Ah, wächst mir von ganz vorne an. Ah, puh. So, da rein in die Lampe, ne? Und tschüss. Es ist schon eine ziemlich dämliche Mechanik. Aber es ist jetzt nicht so furchtbar, wie ich gedacht habe. Es ist schon schlecht. Versteht mich nicht falsch. Es ist schon schlecht. Aber es gibt Schlechteres. Wobei schlecht ist es natürlich schon. Da möchte ich nicht schön reden. Aber es ist ein Lizenztitel. Erwartet man eigentlich nichts anderes mehr heutzutage, außer dass es schlecht ist. So, geh runter da. Dann kann ich das da oben, kann ich da irgendwas einsammeln? Was ist das für ein Zeichen da und warum kann ich es nicht einsammeln? Ah, nein! Boah, gerade noch. Letzte Sekunde abgewehrt. Da kann ich nicht nach rechts. Ich dachte, ich musste nach rechts. Okay, ich musste jetzt runter irgendwie. Geh doch! Boah, der geht nicht weiter, der dumme Kevin. Der dumme Kevin geht nicht weiter. Wenn ich da einfach rausgehe am Anfang, leg das da hin, tschüss, und da kommt schon der nächste. Okay, das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Okay. So, man muss oben rumgehen. Geht nicht anders. So, Autos einsammeln. Also dieser Verzicht auf jegliche Springen, das ist schon eine. Wow, das war super Glück. Oder schlechte Kollisionsabfrage. Eins von beiden. Ah, man kann immer nur zwei Sachen einsammeln. Deswegen. Was? Wieso ist das so schnell? Tja, Wahnsinn. Der war jetzt urschnell. Jetzt kann ich aber dann dafür das da auch einsammeln, oder? Weil ich habe vorhin was weggelassen.
Ja, das funktioniert. Okay, man kann nur zwei Gegenstände. Jetzt geh doch, geh. Ach, der hängt dort immer. Bleibt dort immer hängen an der Stelle. Ich kann nicht wirklich nichts dafür. Der Mist bleibt dort immer hängen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einmal mache ich es noch. Einmal versuche ich es noch. Komm, Kevin. Ah, geh. Okay, nein. Ich lasse es. Ich habe das Spiel gecheckt. Und es ist Mist. Aber es ist nicht wie so epischer Mist, wie die vielleicht alle tun, muss ich sagen. Also da gibt es ja Videos, wo sich Leute furchtbar drüber aufregen, über das Spiel und komplett abranten. Halte ich jetzt für übertrieben. Da gibt es wirklich Schlimmeres. Es ist zwar richtig schlecht, aber es gibt Schlimmeres. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen. Das war Kevin allein zu Hause. Wir sehen uns beim nächsten Mal gleich mit Kevin allein zu Hause 2. Ja, tatsächlich, von diesem epischen Titel gibt es noch einen zweiten Teil. Man glaubt es nicht. Da unten könnt ihr auf jeden Fall abonnieren. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Ich habe nämlich schon jede Menge gezockt. Und einen Daumen hoch, dann freue ich mich. Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, rein in die Kommentare damit. Rein damit.